Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. O'Hare lernt Lights. Und ich glaube, so langsam haben wir bald alle 6er Lights durch. Wir sind heute im T21 unterwegs. Ein Sammelfahrzeug bei den Amerikanern, der, glaube ich, so ein bisschen gar nicht so scheiße ist. Die DPM liegt im mittleren Bereich. Die Durchschlagswerte für ein Light sind okay mit 130 auf Standard-Pen. 115 der Alpha, das liest sich erstmal nicht so super geil. Wenn man aber die Kanone weiter im Detail anschaut, sieht man, dass die im Vergleich zu anderen Lights durchaus sehr präzise ist, mit einer sehr guten Einzielzeit und sehr, sehr gute Softstats für ein 6er Light. Beim Topspeed mit 57 hängt er ein bisschen hinterher, hat aber ein durchaus gutes Leistungsgewicht und auch die Drehfreudigkeiten sind absolut konkurrenzfähig. Dazu kommen Stock 380 Meter Sichtweite und einen Tarnwert, der ja nicht super, super geil ist. Er liegt eher in der zweiten Hälfte der Vergleichstabelle, aber er hängt nicht so weit hinterher. Das heißt also im Umkehrschluss, er ist zwar nicht so gut, aber wir müssen erstmal umdrehen, weil hier fahre ich nicht alleine hin. Oh, der Light geht raus. Wobei, wir gucken mal. Aber er ist auch nicht so scheiße. Also die Unterschiede, die Abstände sind nicht so mega groß. Und von daher, 10 Grad Gunny Pressure hat er auch noch. Mit dem Gun Handling. Schauen wir mal. Schauen wir mal. So, der EKV kommt noch mit. Wir sind Top Tier. Gut, wir können hier schon ein bisschen aggressiver spielen. Na? Ach komm, wir trauen uns mal. Ansonsten haben wir halt die Runde weggeworfen. Kennen wir ja. Ah, hallo. 25 TP. Da können wir ruhig auf Damage spielen hier. Ja, schade. Reload ist auch in Ordnung. Wie gesagt, die DPM ist jetzt nicht mega überragend, aber... Oh, wir sehen schon. Die Gun Handling macht Spaß. Ich muss mal gucken, ob man in den Stabi einbauen kann. Das habe ich jetzt gar nicht geschaut. Ich habe Optik, hier Abgassystem und Lüftung erstmal eingebaut. So, in den Left ist... Wow. Okay. Jagdpanzer. Ja, okay. Ich würde gerade sagen, da ist eine Left. Der Jagdpanzer steht irgendwo hier. Ach so. Und jetzt hat sich die Left auf uns eingeschossen. Das ist scheiße. Ich würde gerade sagen, eine Arti ist dabei. Das ist eine Left. Und... Ich versuche ja mal nochmal wegzukommen und den T34 und den T14 in der Mitte zu bewirken. Der EKV offen ist. Gefährlich für den EKV. So, hallo mein Freund. Schade. Sehr gut. Und im Fünferbereich kann sich der Durchschlag durchaus sehen lassen. So, der T14. Dann nehmen wir mal eine Premium. Der ist relativ gut gepanzert. Aber der Kollege scheint zurückgefahren zu sein. Muss man ein bisschen aufpassen. Ich bin hier sehr gewagt unterwegs eigentlich. Aber wie gesagt, wir sind Top-Tier. Entweder verhindern da die Büsche das Spotting auf den T14 oder er ist tatsächlich wieder zurückgefahren. Schwierig jetzt hier. Was machen wir jetzt? Sind das zwei Jagdpanzer? Vier? Ja, der andere ist nämlich oben gespottet. Hat mich schon gewundert. Kann der hier irgendwo... Naja, er kann wieder hinter die Ecke gefahren sein. Eigentlich haben wir genügend Sichtweite. Aber ich will jetzt hier auch ehrlich gesagt... Wir haben hier keine Deckung, wenn wir hier über diesen Balkon fahren. Nee. Wir lassen das mal. Wenn er da wieder zurückgefahren ist, dann... soll es so sein. Er wollte da weghauen, wegfahren. Naja, Stritzwagen ist da oben noch. Okay, der... Ja, okay, gut. Das ist natürlich praktisch jetzt gewesen. Dass er dadurch aufgegangen ist. Das heißt... Jagdpanzer ist irgendwo noch da hinten. Ja, der T14 ist weggefahren. Da sehen wir es auch. Mal gucken, ob wir den... Ja, guck mal da an Jackson. Da haben wir doch was. Okay, er trifft.
Aber wir sehen, das Gunhandling ist wirklich super gut hier. So, wie gesagt, da war irgendwo noch ein Jagdpanzer 4. Komme ich an den? Sehr schön. Scheiße, er macht mich auf. Ja, war eigentlich klar, dass er mich da aufmacht. Dann stellen wir uns erstmal hier auf. Die Lev hat gerade woanders hingeschossen. So, und dann fahren wir mal. Jetzt müssten wir eigentlich wieder zu sein. Die Lev hat sich auf jemand anders gefokust, auf den KV-2 da in die Mitte. So, ich fahre mal unten rum. Damit ich dem Jagdpanzer nicht unbedingt direkt in die Arme fahre. Aber so wie ich mich kenne, kann das auch nach hinten losgehen. 12 zu 7, das ist jetzt keine überragende Runde. Wir haben ihn hier auch eher mehr als Medium als Light gespielt. Wow. Fuck. Aua. Das Gunhandling ist halt schon der Kracher. Aber jetzt sind wir halt ein One-Shot. Noch einmal rausfahren und wir sind tot. Okay. Die Prämie brauchen wir eigentlich nicht. So, zweiter Kill eventuell noch. Hallo. Alter, dreht er schnell. Schade. Hätte gerne den Kill gehabt. Aber 1300 Damage, 500 Spotting auf der Map. Ich glaube, da bin ich zufrieden. Das ist jetzt nicht die übelste, überragende Runde. Aber wir sind ja auch hier, oder ich bin ja auch hier, um mich so ein bisschen an die Lights ranzutasten. Es gibt sicherlich bessere Light-Maps. Also ich habe den ja, bin den auf dem eigenen Account schon mal gefahren. Hier jetzt auf dem Presse-Account. Und der gefällt mir echt gut. Er hat nicht den besten Top-Speed, das muss man wirklich sagen, mit 57. Aber wenn man sich den Super-Chefy anguckt mit 56, also den Crusader mit 58, dann ist es gar nicht so schlecht. Zumal er hier auch noch das bessere, deutlich bessere Leistungsgewicht als die gerade genannten Panzer haben. Nee, stimmt nicht. Warte mal, ich bin in der Zeile folgt. Entschuldigung. 25,9 PS pro Tonne hat der T21, 28,75 der Super Chefy, aber der Crusader hat nur 21,95. Also, das ist nicht so überragend, aber er dreht gut und er hat ein geiles Gunhandling, das haben wir gesehen. Jetzt wollte ich mal nachgucken, kann ich in den... Wow! Okay, also, das ist immer so der Vorzug der Amerikaner, dass die im Sechserbereich teilweise einen Stabi einbauen können. Das können nicht viele. Und das ist natürlich so ein Argument, wo man durchaus rumexperimentieren könnte, wenn man den mehr wie ein Medium spielen will. Ich stelle gerade fest, ich habe das Munitions-Loadout gar nicht verändert. Ups. Ja, also man könnte überlegen, einen Stabi einzubauen, ob man den dann die Lüftung dafür opfert. Dann muss man oder halt das Abgassystem. Ja, also wie auch immer. Er kann Stabi einbauen und das ist schon eine große Stärke auf Tier 6. So, wir machen das mal so. Und dann springen wir mal ins zweite Gefecht. Okay, das Matchmaking ist uns weiter hold, aber naja, die Map nicht so wirklich. Also Kloster ist nun wirklich nicht eine Scout-Map. Zwei Artis, Bishop und Lev im Gegnerteam. Wir haben Grille und Bishop, aber Bishop und Lev als Kombination, das kann schon ein bisschen nervig sein. So, jetzt wollen wir mal gucken. Fährt irgendjemand mit an die Wasserseite? Nein, nicht wirklich. Nur der T7. Ne, doch, das Stucki noch. Aber das ist natürlich nicht so schnell da. Die Mitte wird bespielt. Man hätte auch in die Mitte fahren können. Das ist immer so ein Hop- oder Top-Ding. Und die. Oh Gott, der T67 ist stehen. Okay, pass auf, das ist mir zu blöd. Der T67 wäre der einzige gewesen, der hier entsprechend mitfahren kann, aber nö.
Nö, sorry. Sorry, aber das ist mir zu doof. Wenn du da hinten erst stehen bleibst und Ringelpiez mit Anfassen im Stuck spielst, das ist halt die Position, die ich da angefahren wäre, hätte, wäre. Oh Gott, der ist schon da. Die ist halt risikoreich und da brauche ich dann schon, wenn ich da was aufmache, dann auch ein bisschen Support. Jetzt stehen wir hier natürlich so ein bisschen wie die Deppen da, weil jetzt sind alle Positionen schon besetzt. Und die, ja, der, ja, da ist er auch schon raus. Ach Gott, was ist denn mit ihr? Ja, Stuck zieht sich zurück. Schwierig. Also die Wasserstraße ist immer so ein Hop-oder-Top-Spiel. Man könnte jetzt noch in die Mitte fahren. Aber eigentlich ist jetzt schon angesagt, den eigenen Cap zu verteidigen. Das ist natürlich die Frage, wir bleiben mal hier stehen. Hier können wir ein bisschen besser spotten. Den Super-Cheffy, den Kacke-Cheffy kriegen wir da nicht auf. Aber wir kriegen Kandidaten auf, die hier eventuell an der Auffahrt stehen. Wobei das auch der T34 machen sollte. Aber da kommt gleich einiges. Die Mitte sieht ganz gut aus von uns. Boah, der fährt da einfach durch. Krass, oder? Sehr gut, der geht raus. Wow. Das ist jetzt schon Gold. Okay. Da haben wir noch ein Easy 8. Für den brauchen wir kein Premium. So, der T34 ist raus. Wir können den eigentlich mal pushen. Einzige, was noch. Oh, ehrlich jetzt, oh Herr. Ach Mann, wieso zieht man sich denn da die Kette? Gottes Willen, ey. So, IKV fehlt noch. Ah, der ist runtergefahren. Okay. Gut. Schießen den Jackson. Es steht 10 zu 4. Oh! Hallo! Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wirkungstreffer. Oh, fuck. Das war knapp. Ich wollte eigentlich auf HE umladen, aber irgendwie hat das nicht ganz funktioniert. Weil der IKV ist echt weich. Also wirklich was gespottet haben wir hier nicht, aber ich meine, auf der Map. Am Anfang hätte man hier gut was machen können, wenn die jetzt nicht so krass reingepusht wären. Also das kann schon mal auf der Wasserstraße funktionieren, aber es ist keine super Garantie, dass es funktioniert. Dann braucht man halt wirklich was im Backup. Und die Gegner dürfen nicht so krass hier reinpushen. Die sind ja mit dem Super Cheffy und dem Cromwell komplett ihrer Mobilität ausgenutzt. Und klar, sind hier reingefahren und dann kriegst du ja keinen Spot mehr. Hallo? Bin ich gerade an ihr gebounced? Ja, ich meine, wir können jetzt noch. Oh lol, ehrlich? Ja, komm, du nervst. Tschüss. Okay, war jetzt nicht sehr elegant, aber sie hat es natürlich schlau gemacht. Sie wusste, dass ich da von dort komme. Und an ihr vorbeizukommen war jetzt auch keine wirkliche Option. Hätte natürlich gefährlich werden können, aber die Panzerung ist jetzt frontal
nicht so mega Rotze, dass sie hätte mich dadurch schlagen können. Ich guck mal kurz, was die Lev für Pen-Werte hat. Nicht die Lev, sondern Entschuldigung, die Bishop. Mrs. Bishop, du hast wie viel Millimeter? 28 Millimeter. Ja, dann, wenn sie gut trifft, kann sie Glück haben. Das ist so ein 50-50-Ding. Haben wir ein bisschen Schwein gehabt. Wir machen insgesamt 1600 Damage. Das war richtig gut jetzt. Aber natürlich keine, das ist keine Scout-Map. Also ja, 152 Spotting. 7000 Credits plus. Ich würde sagen, wir gucken mal noch in eine dritte Runde. Ich hoffe natürlich, dass dann die Map ein bisschen ansprechender ist. Also so langsam komme ich hier auch ins Grübeln mit dem Matchmaking und dem Presse-Account. Ich weiß mit relativer Sicherheit, dass die kein Matchmaking in irgendeiner Weise bevorzugt bekommen. Und das sind jetzt drei Runden in Folge gefahren. Also das sind, ich habe jetzt keine Runde dazwischen weggeworfen bei der Aufnahme, sondern die sind alle nacheinander gefahren jetzt, die drei Runden. Die waren alles Top-Tier gegen Fünfer? What the fuck? Okay, was haben wir als Gegner-Scouts? Ich werde hier hinfahren. Als Gegner-Scouts Leopard. Haben wir ja letztens erst ein Replay bei mir auf dem Kanal gesehen. Mit dieser Bui-Bui-Bui-Kanone, diese 3 cm Kanone. Und ein 12-Tonner. Okay. Der T21 erinnert mich halt ein bisschen an den T20 auf Tier 7. Ich meine, haha, steckt auch im Namen. Nur halt als Light-Variante und dadurch mit weniger Alpha. Aber den T20 habe ich ja auch sehr gemocht. Und die sehen ja im Grunde, also ich würde mal vermuten, ohne dass ich mir das jetzt im Detail angeschaut habe, das ist das gleiche Chassis und so. Der T20 vielleicht mit einem bisschen besseren Panzerung noch. Das Gunhandling ist halt echt geil. Auf den. Oh, der 5-4 macht einen auf TD. Guckt euch das an. Okay, der haut ab. Wir gucken mal, dass wir hier die Kollegen unterstützt kriegen, indem wir. Ach, hallo. Ja, genau. Der Baum war jetzt unnötig. Aber wir wissen schon mal, wo die beiden Lights sind. Das ist schon mal gut. Tja, keiner schießt drauf. Leute, ihr hättet da drauf schießen können. Aber krass, dass er erst aufgeht und dann in der Bewegung zu. Manchmal muss man das Spotting-System nicht verstehen. Da jetzt ranzufahren wäre ziemlich blöd. Wir wissen nicht, was da noch als Backup gleich kommt oder schon steht. Von daher. Doch genüge ich jetzt hier erst. Alter, bist du des Wahnsinns? Hör. Ei, wenn ich sowas sehe, kriege ich ja schon Plack. Der stellt sich direkt hinter mich. Da, KV1. Danke. Das war mein Spotting. Da ist der 12-Tonner wieder. Weiß. Der ging voll durch ihre Panzerung. Er macht mich Proxy. Das habe ich jetzt. Ich habe darauf gewartet, dass der kommt. Ja, 5-4, ne? Du bist wieder so ein. Ja, das ist der Richtige. Erst im 5-4 übelst einen auf TD machen und dann. Die Goldgranaten auspacken. Ach, ist das widerlich, ey. Ist das widerlich. Ja, ich hätte wegfahren müssen, als ich den Gedanken hatte, dass der 12-Tonner mich gleich Proxy aufmacht. Schießt das Teil schnell. So, der Leopard ist irgendwo wieder unspotted. Wow, ja gut, okay. Er ist... Scheiße. Er spottet mich in der Anfahrt und geht selber erst beim Schießen auf. Okay, das ist natürlich jetzt richtig dumm gelaufen.
Ich hatte gedacht, ich kann mich da in den Busch sneaken. Ach, okay. Gut, dritte Runde in den Sand gesetzt. Okay, Runde 4. Runde 3 ist verloren gegangen. Natürlich hat der gegnerische Panzer 5-4 da, ja, okay. Er war Top-Damage-Dealer. Diesmal haben wir ein bisschen Pech. Denn wir sind Low-Tier gegen 8er. Und jetzt müssen wir wirklich ein bisschen schauen, dass wir uns hier schlau verhalten. Es ist eine Angriffsrunde, Angriffsgefechtsrunde. Gegner, Scouts, AMX 1357 und VK 2801105. Ich werde mal versuchen, hier hochzukommen. Ansonsten auch noch ein Gegnerteam in E25. Dafür, dagegen wird ein IKV gematcht. Das ist geil, weil der IKV einfach absoluter Bullshit ist, der Panzer, meiner Meinung nach. Und der E25, na gut, reden wir nicht drüber. Genauso, dass der Gegner einen SAPTK bekommt und wir einen Scorpion G. Okay. So, dass ich jetzt mal kurz mal gucken, was hier mitfährt. Su, Objekt, IKV, Skoda. Das ist natürlich jetzt Top-Tier-mäßig gesehen nicht wirklich was Berauschendes. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, wenn ich in die andere Richtung fahre, da kann ich nicht wirklich scouten. Das kann man einfach von der Position da oben relativ gut. Das Problem ist halt nur, man kommt von dort... Oh, fuck, wieder schlecht weg. Ja gut, jetzt sind wir einmal in der Bewegung. Er hat mich noch nicht gespottet. Jetzt hat er mich aufgemacht. Wir müssen jetzt gucken, dass wir da außerhalb des Winkels raus... Ja, okay, perfekt. Wow. Wow, wow, wow. Haben wir schon mal gut Spotting gesammelt. Der P43 ist jetzt mein Ziel. Der kriegt auch APCR reingehauen. Aber erstmal gehen wir hier wieder zu. So, die hier links kann ich jetzt nicht spotten. Es sei denn, sie pushen mich. Der zeigt mir sogar den Arsch. Mal die Frage, ob ich hier aufgehe, wenn ich auf ihn schieße. Ist wahrscheinlich schon. Testen das mal. Nö, er spottet mich nicht. Wow. Wie das variiert, der Alpha. Ist echt wieder lustig. Na, blindest du hier rein? Okay, jetzt gehst du aber auch raus. Er hat keinen Bock, hier rein zu blinden. Okay, gut, haben wir ihn rausgenommen. Er spottet uns nicht. Da muss auch noch jemand drauf geschossen haben, weil... Ja, der macht mich jetzt auf. Wir machen den 1357 auf. Der P43 hatte vorher noch mehr Hitpoints, bevor wir ihn, bevor er zugegangen ist. So. Das Pushen hier über die Freifläche ist halt schwierig. Gerade wenn jetzt hier links oben der E25 und so steht, da können wir nicht wirklich helfen. Wir müssten jetzt wieder wegfahren und müssten das über die Position G8 oder so machen. Und da ist aber auch die Frage, ob wir ihn dann aufkriegen. E25 geht raus. Komet. Ach, guck mal da. Ah, den SAPDK komme ich nicht ran. Aber fährt er nochmal so, dass ich ihn... Oh ja, geil. Schade. Der ging voll durch ihre Panzerung. Er blindet hier oben rein. Oh, jetzt mal... Jetzt macht er mich auf? Er war doch schon viel näher an mir. Ja, aber ich krieg nochmal Spotting auf ihn. Er geht raus. Perfekt. Das Objekt hilft mir jetzt hier gegen den Kometen. Oder beziehungsweise geht gegen den Kometen vor. Wir kommen da nicht... Kommen wir an ihn? Oh, da steht noch mehr. Sehr schön. So, das heißt aber... Ja, der Norden ist jetzt durch. Was fehlt noch? Es fehlt noch der Uni. Und der 1357 ist durch die Mitte gefahren. Okay. Uni vermute ich fast mit bei den Heavies. Die FV-Art, die kann überall sein. Okay, wir fahren hier mal mit dem Objekt mit. Also wir könnten jetzt in den... Na, die Art, die steht da hinten. Die steht auf D1 oder... Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, 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 fuck. Bereit zu feuern. Der ist abgeprallt.
Er interessiert sich gar nicht für uns. Wo sind sie hin? Der ging voll durch ihre Panzerung. Wirkungstreffer. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der battelt sich nur mit dem Objekt. Das ist unser Vorteil jetzt gewesen. Nice. Okay. Wir haben dem Objekt geholfen. Das lief gut. Oh, jetzt dachte ich schon, da kommt jemand. So, T150. Hallo, Arti. Ja. Du kleine FV-Made. Da ist er. Macht's weg. Schön. So. Gott, Liberté. Muss ein bisschen gucken, was der T150 da macht. Ich schieß da jetzt mal. Oh, hallo. Ist jetzt die Frage, cappen oder nicht cappen? Schade. Naja, nee, ist egal. Wir gewinnen das. Okay, da haben wir ja dann zum Schluss nochmal eine gute Scout-Map bekommen. Wobei Mannerheim-Linie auch eigentlich brauchbar zum Scouten ist. Wir haben es nur selber verkackt. Und hier im Low-Tier-Gefecht, ja, kann ich mit leben. Gutes Scouting geliefert und selber auch Damage gemacht. Das ist immer der Punkt. Ich glaube, ich schieße immer noch zu oft an Stellen, wo ich mich als Scout lieber zusammenreißen sollte. Aber ich sehe den T21 halt auch so ein bisschen als Medium-Hybrid, muss ich ehrlich zugeben. Erste Klasse gibt es hier im Low-Tier-Gefecht, kann man sich auf jeden Fall drüber freuen. 1188 Damage selber gemacht, das ist nicht allzu viel, aber wir dürfen nicht vergessen, der Alpha von dem Fahrzeug ist nicht ganz so hoch. 1083 Base und insgesamt 2000 Spot, das hat sich also durchaus gelohnt, auch wenn ein bisschen APC am Einsatz war. Ich gucke jetzt gerade mal auf den P43, haben wir insgesamt 363 und selber haben wir ihm 467 gegeben. Gut, wir machen trotzdem plus 1625 Base. Das ist auch ein schöner Abschluss für heute mit dem T21. Sammelfahrzeug bei den Amerikanern kann ich euch durchaus ans Herz legen. Der macht wirklich Spaß. Alpha ist halt wie bei allen 6er Scouts nicht der höchste und die Durchschlagswerte halt auch nicht. Aber das Gunhandling und die Kanone insgesamt, die machen wirklich Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihm wie immer gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Name nicht genannt. Game One Fan, Kulle, Gorwin, Cortano, Carbine, Yukon und Rohrblitz. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut. Ciao, ciao. Woher?